Wir haben hier den Fiat 500 La Prima, voll elektrisch. Der erste voll elektrische Fiat 500. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten der Ladung. Einmal können wir den an eine normale Haussteckdose stecken, den aufladen. Dann gibt es Wallboxen für zu Hause, wenn man es in die Garage zu Hause aufhängt, um das Auto zu laden. Beziehungsweise mit dem Mode 3 Kabel kann man auch einfach an öffentlichen Ladesäulen das Fahrzeug laden. Also wir haben erstmal viele Neuerungen zum normalen Fiat 500. Wir haben einen höhenverstellbaren Fahrersitz. Wir haben eine Rückfahrkamera, das ist komplett neu. Wir haben die PLC vorne und hinten, das ist neu. Wir haben einen viel größeren Kofferraum als vorher. Wir haben das neue Display mit Navi, mit Einstellungsmöglichkeiten der Sitzheizung und was Neues mit der Rückfahrkamera.